Vor allem 270 Euro Preisgeld. Ich glaube, ich gebe mein Geld erstmal aus. Damit ich nicht so viel Preisgeld bezahlen muss. Oh, Superbälle. Schön, jetzt haben wir ja einen Orden, ne? Aber ich hole trotzdem erstmal ein paar Pokebälle. Im Besitz 5. Wir können 14 holen, haben wir 19, so. Viel Spaß damit, vielen Dank. Und einen Premium-Ball gratis, danke. Ja, ich glaube, die Taktik, alle gleichzeitig so hoch zu leveln, macht einfach keinen Sinn. Oder? Ich glaube, ich packe unseren Starter-Pokémon vorne hin. Dann kriegt der Item nehmen. Item geben. Erhält bereit, willst du tauschen? Ja, will ich. Ich glaube, wir sollten besser uns erstmal auf ein Pokémon nämlich fixieren. Ja, ich will ihm eins geben, will ich. Ich will ihm die Beere geben. Kann ja nicht sein, dass ich an jedem Trainer nämlich verliere. Ja, hatten wir nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Überreste. So. Überreste will ich ihn ja geben. Aber er hatte doch vorher auch ein Item gehabt. Ich habe ihm doch irgendwas weggenommen. Ach, die Wundersaat. Stimmt. Ein Samen, das Typ Pflanze verstellt. Nee, dann soll er das behalten. So. Dann kriegt er doch sein Apfel. So. Bitteschön. Dankeschön. Wir müssen bei... Ja, ich muss meinen Fokus auf ein einziges Pokémon legen. Erstmal, dass wir immer ein starkes dabei haben. Bim, bim, bim. Oh, was bist du denn? Ein Zierputze. Kenne ich nicht, will ich trotzdem besitzen. Pfund. Pfund. Wenn ich nochmal Pfund mache, stirbt er, oder? Also dieses Pokémon kenne ich gar nicht. Easy. Ein Zierpaar. Seine Beine sind kurz. Stolpert es, klappern seine starren Antennen und klingen wie ein Xylophon. Aha. So, wir versuchen das einfach nochmal. Wir können ja jetzt kein Preisgeld mehr verlieren. Hallo. Juhu. Ich glaube, das ist so ein Schuler-Ingo. Juhu. Hallo. So, lutschen, was das Zeug hält. Es benutzt Härtner. Dann ist sein Arschloch richtig hart. Oh, jetzt wirft er mit seiner harten Kacke.
Weil er auch gleich übertreiben muss. Mich halt tot dazu machen. So, nochmal kurz hochgeheilt. So, erstmal fetten Level kriegen. Und jetzt kommt diese komische... Nein, Pokémon tauschen will ich nicht. So, Slutsch an ihm. Aua. Oh, wir leben noch, wir leben noch. Immer weiter saugen, immer weiter saugen. Okay, wir leben nicht mehr. So, jetzt hole ich direkt in unsere Festplatte hier. Und dann beißen wir mal. Hapa. Oh, sein Angriff steigt. Ich glaube, bist du stärker, als wenn ich jetzt Tackle machen würde oder so, was ja auch nicht sehr effektiv ist. Oh, es ist zurückgeschreckt. Ja. Also Biss macht das schon am meisten Sinn, weil die Chance halt besteht, dass er zurückschreckt. Komm, einmal noch. Oh, wieder zurückgeschreckt. Das tut mir ja leid. Also wer solche fletschenden Zähne sieht, kann auch nur Angst kriegen. So, ach, das war doch easy. Was ein easy Kampf. Hoppel gewann den Kampf. Joho, dieses Duell hast du für dich entschieden. Glückwunsch. Ich hoffe, hier seltene Gestein-Pokémon zu finden. Guck mal, da ist der nächste Trainer, oder? Hier, ich habe das hier in einer Felsspalte entdeckt. Fluchtseil. Okay. Ich glaube, den nächsten Trainer schaffen wir wieder nicht, oder? Diese Höhle besteht hauptsächlich nur aus Wanderern, die auf einen Kampf warten. Sohan. Warte mal, Sohan? Sohan, der Name Sohan kommt mir so bekannt vor. Wer war denn nochmal Sohan? Und was ist das denn? Oh, ein Kamel. Los, Bibiza, zeig mal, was du kannst. Oh, ein Feuer-Pokémon. Nein, meine Ratte brennt. Wie kannst du nur? Sie brennt. Sie quält sich vor Leid. Ach, verdammt. Ja, dann macht ja ein Pflanzen-Pokémon jetzt ja gar keinen Sinn, ne? Wenn er Glut einsetzt. Und ich habe so viele Pflanzen-Pokémon. Los, beiß ihn doch mal. Hoppa. Oh, und tschüss. Pup Ange. Was ist das denn jetzt schon wieder? Leck mal dran. So gut schmeckt das dir. Nimm Pikachu. Ich habe kein Pikachu. Hoppa. Leider kein Level. Und er schickt noch einen. Knack Leon. Irgendwas Löwenartiges vielleicht?
Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie ein Löwe. Wie kein. Was bist du denn für einer? Und bis jetzt kamen ja nur Pflanzen-Pokémons. Appa. Und der Sandtop und... überlebt. Jetzt Appa und weg mit ihm. Gerade so überlebt noch. Und Level. Oh Menno. Okay, noch weiter laufen macht keinen Sinn, weil wir haben keine Pokémon mehr. Wir müssen wieder ins Pokémon Center erstmal wieder heilen gehen. Ah ne, er kann ja heilen, ne? Hoppel, alles okay? Lass mich dein Team heilen. Deine Pokémon sind wieder topfit. Schnapp dir diese Typen. Ja, danke schön. So, und du? Diese Höhle wird auch dieser Haika-Höhle, Ika-Haika-Höhle genannt, weil hier es fast nur Wanderer gibt. Londe fordert mich heraus. Londe setzt Kleinstein ein. Einstein. Los, Kek-Abua. Zeig mal, wie lecker so ein Stein schmecken kann. Das war sehr effektiv. Magnetstufe 1. Also Intensität 6. Nicht sehr effektiv, das tut mir ja leid. So. Einmal saugen, lutschen und wieder hochheilen. Und es regnet wieder Level. Schon lustig, oder? Ja, war total... Ich bin geflasht. Der Witz war gut. Okay, da geht's noch hoch, oder? Schutz. Aber hier gibt's keine Pokémons, ne? Also ich kann hier rumlaufen, wie ich lustig bin. Route 4, Osten, Stratum City, Westen, Route 3. Ich dachte, ich kann jetzt auch mal ein Stein-Pokémon kriegen, aber nö. Nerv mich nicht. Wir Ass-Trainer geben niemals auf. Plovel. Oh, wie süß ein Plagmon. Lass mich doch mal an deinem Schwanz da hinten saugen. Sehr effektiv, aber macht nichts an Schaden. Okay. Da braucht man neue Fähigkeiten. Ich hätte mal Glumanda nehmen sollen am Anfang. Dann hätte ich auch beim ersten Arena-Trainer auch keine Schwierigkeiten gehabt, ne? Mit einem Glumanda. Ah, verwirrt. Trotzdem wird an ihm rumgesaugt. Tschüss. Tschüss, Arriva. Noch ein Level.
schickt Magnetilo in den Kampf. Oh, alles erste Generation. Ich bin verwirrt und setze trotzdem Rückzug ein. Sehr schön. Okay, das war nicht sehr effektiv. Ich habe mehr Erfolg erwartet. Oha. Jawohl, tötet sich einfach mal selbst. Boing. Los, Terrybug. Beiß das Ding. Oder mach jetzt mal Bodycheck. Weil ich die Leertaste gespammt habe. Brutzel, brutzel. Hoppa. Oh, ich hätte mal bei Bodycheck bleiben sollen. So, noch einer? Nö. Ich habe mich wacker geschlagen. Bloß wenn man einen Kampf nicht gewonnen hat, hat man auch nicht gleich seine Würde verloren. Oma, du auch? Da hinten liegt Privil. Wo denn? Oh ja, hast recht. Es ist so harmonisch hier auf der Brücke. Ey. Tommy. Was ist das denn? Was ist das denn? Alabiz. Aha. Alabiz. Hallo, Ratten schmecken nicht. Zurückgeschreckt, na toll. Okay, tschüss, Speedita. So, ich glaube, unser Sonnenkern kann da auch nicht viel ausrichten. Komm, Frühstück verputzt. Unser Knospi wird da auch nicht viel ausrichten. Whirlpool. Okay. Macht 10 Schaden. Sehr effektiv, aber keinen Schaden reingehauen. Das heißt, 2 Angriffe überleben wir noch. Nein, doch nicht. Oder doch? Nein, nicht wenn man einen Volltreffer macht. Also diese Volltrefferquote bei den Gegnern ist immer immens. Hier, schlaf ein. So, Gift. Klappt jetzt das mal? Klappt das jetzt endlich mal mit dem Gift? Ey, ich verstehe nicht, wofür der Giftpuder ist. Das klappt doch nie. Es hat noch nicht ein einziges Mal geklappt. Das ist doch unmöglich. So, bleib schlafen. Okay. So, schlafen mal ruhig weiter. Oh nö, natürlich nicht. Vor allem, das sieht einfach aus wie so ein langgezogenes Carpador, ne? Level! Ich war voll abgelenkt. Das zählt nicht.
abgelenkt. Abgelenkt. Also abgelenkt heißt das ja nicht. Das ist ja ein Rechtschreibfehler. Abgelegt. Abgelenkt. Kann das gar nicht. Mit einem G kann ich das gar nicht aussprechen. Achso. Okay, er sagt nichts mehr. Ich liebe Route 4. Sie ist doch eine willkommene Abwechslung zu all den Naturrouten, oder? Oh, noch ein Trainer. Hallo. Okay, los geht's. Die Lola. Man kennt sie. Natürlich, haut erstmal ein Feuer-Pokémon jetzt rein. Ist klar. Vielleicht kriegen wir ihn ja eingeschläfert. Los, schlaf ein. Macht Knopffenster etwas müde. Ich mach dich ganz müde. So, Wickel. Vielleicht klappt das ja jetzt mal mit dem Giftpuder. Okay, beide schlafen. Ich wechsle. Da Grillmark ja sowieso am Schlafen ist. Okay, er schläft immer noch. Nein, ich will nicht nochmal wechseln. Los, Hapapa. Und jetzt zu guter Letzt. Oh nein, es ist aufgewacht. Es macht Harry Buck etwas müde. Ah, tot. Ha, tschüss. Jawohl. Ein Level. Stachelspore. Die sollen mal Angriff sauber lernen. Also Genauigkeit 75, aber irgendwie kommt mir das vor wie... Guck mal, Schlafpuder ist auch 75. Stachelspore ist auch 75. Stachelspore ist ja paralysieren, ne? Okay, Stachelspore mache ich anstelle von Giftpuder. Er kriegt kein Level, natürlich nicht. Oh Mann! Schon ein wenig peinlich, dass ich verloren habe. Schaffen wir noch einen Trainer? Oder lieber heilen gehen? Wir gehen lieber heilen, oder? Ich glaube, es ist sicherer.